der Rauchentwicklung. Da wird einfach Holz weggeschliffen und der erste Dreher hat sich genau gedreht. Das dürfte in der Schwimmbad sein. Ja, oh, da ist wenig Platz zum Wenden. Alesi hat sich da vorbeigemogelt. Jetzt der erste Einsatz der Streckenposten. Ich denke, das Auto ist aus. Ja, ja. Sonst hätte er längst reagiert. Wird jetzt weggeschoben. Für ihn ist das erste Training vorbei. Also Tabakkurve und jetzt Eingang zum Schwimmbad. Diese abgeänderte Schikane. Oh, da bricht ihm das Heck aber brutal aus. Schlägt vorne leicht an. Muss man ja dankbar sein, dass nicht mehr passiert in Monte Carlo. Wenn man so dahin rutscht wie er. Die Kurve, bei der er ausgerutscht ist, die wird so mit 150 genommen. Also mit 150 da quer durch Monaco zu rutschen, ist schon nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Aber Marc, das Heck, das kam extrem plötzlich, oder? Ja,